Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zack McCracken Elite-Kellner. Er wird merken, dass ich nicht der Kellner bin. Vielleicht sollte ich mich irgendwie verkleiden. Sieh an, ein falscher, echt französischer Schnau. Ich bin sicher, der wird mir stehen. Ach, jetzt können wir ihn doch aufsetzen. Wie sehe ich aus? Oh? So. Bitte belästigen Sie nicht meine Gäste. Was mache ich denn jetzt? Bonjour, Monsieur. Was soll diese alberne Maskerade? Diesem billigen Schnauzbart? Wollen Sie mich imitieren? Natürlich nicht. Entschuldigen Sie. Okay. Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich damit soll. Ich habe auch keine Ahnung, was ich... Warte mal, wenn ich das mal... Das kommt mir irgendwie sinnlos. Das Benimmbuch hier an ihm benutze? Das sollten lieber die machen, die sich damit auskennen. Wisst ihr was? Ich schaue in den Guide. Ich habe jetzt keinen Bock hier. Chamber Pot of Soup. Ja, genau, das kann ich aber nicht. Dann habe ich vielleicht vorher was vergessen. Jetzt wartet mal. Kaffee. Genau. Enter the alley. Cockroach in the window. Bla bla bla. Jetzt passt auf. In der Küche. Den Stuhl verschieben haben wir in der letzten Folge gemacht. Silberfisch nehmen. Rubber Seal. Ja, haben wir hier. Ein bisschen kann ich, fällt mir gerade ein, irgendwas eine Gurkenglas, vielleicht. Die erinnert mich an die Besuche bei... Mit dem Gummi irgendwas schießen in die Regale, dass alles kaputt geht oder so. Aber was sollte ich da schießen? Das blutige Messer, Marmeladenmesser. Ich weiß nicht, ich lese weiter. Also, wir nehmen das Gummi-Ziegel, genau. Nachttopf auf Suppe benutzen. Hä? Use door to knock on it. Aha, jetzt muss ich nochmal schnell rausgehen. In der Allee gerade. Soll ich irgendwo an eine Tür klopfen, damit ein Kellner rauskommt? Aber die Tür... Da waren nur zwei Türen. Die eine führt in die Küche. Und die andere Tür war kein Objekt, mit dem er interagieren kann. Ist es auch immer noch nicht. Ich werde mal klopfen. Ach so. Mein Herr, Sie wünschen? Ich habe zufällig von dem Missgeschick Ihres Kellners Jacques gehört und dachte mir, dass ich der geeignete Mann wäre, ihn zu ersetzen. Ah, Jacques, er war mein talentiertester Kellner, dass er so enden müsste. Nun, Sie verfügen doch sicher über angemessene Referenzen. Okay, wir haben Jacques wirklich umgebracht. Ich habe lange Zeit bei McDonald's am Drive-In bedient. McDonald's? Das sagt mir überhaupt nichts. Suchen Sie sich einen anderen, Dummen. Ganz schön wählerisch. Sie schon wieder? Sie müssen mich verwechseln. Sie haben doch gerade nach einem Job gefragt. Nein, das muss mein nichtsnutziger Zwillingsbruder Laramie McCracken gewesen sein. Mein Zeit ist knapp. Also, was wollen Sie? Ich suche einen Job als Kellner. Aber Sie haben doch sicher Referenzen. Natürlich. Während meiner Studienzeit habe ich oft in Lefty's Bar gejobbt. Man war dort sehr zufrieden. Lefty's? Fabelhaft. Zeigen Sie mir, wie Sie ein Tablett balancieren. Wie können Sie es wagen, mich so zum Narren zu halten? Unterstehen Sie sich jemals wieder an diese Tür zu klopfen? Perspektivloser Reporter bringt Nobelkellner zur Weißglut. Ah,
Aber alles gut. Das war so, das muss so. Na dann. Sehr gut. Ups. Na dann. Der Kellner ist wohl noch am Saubermachen. Ja, so ist das. Die kochend, immer noch kochend heiße Suppe. So, bitteschön. Bitte sehr, mein Herr. Ihre Suppe. Lassen Sie es sich schmecken. Ah oui, vielen Dank. Schnell weg hier. Wenn er merkt, dass es ein Nachttopf ist, wird er seine Wut sicherlich am Kellner auslassen. Mal sehen, ob ich recht habe. Ihhh, da ist ja ein Aar in der Suppe. Und was ist das für eine Deller? Ist das ein Nachttopf? Aha, er hat das Haar entdeckt. Er steht auf. Ihr ein Gruß von mir, Sie Fuscher! Okay. Und jetzt? Übel, übel. Was habe ich da nur wieder angestellt? Wow. Na gut, okay. Na, wie habe ich das hinbekommen? Ich habe Ihre beeindruckende Vorstellung mitbekommen, Mr. McCracken. Zachary McCracken. Sehr elegant gelöst, Mr. McCracken. Wie Sie schon ganz richtig vermuteten, bin ich Dr. Giulio Levi, Professor für Neurobiologie und Pflanzenkunde. Wenn Sie mir also einige Fragen stellen möchten, stehe ich zu Ihrer Verfügung. Woran forschen Sie aktuell? Im Augenblick erforsche ich diese grandiose Seestern-Blaubeer-Cremesuppe. Ich sage Ihnen, ein Gedicht französischer Kochkunst. Das hört sich ja lecker an. Da haben Sie recht. Und besonders lecker finde ich, dass die unliebsame Komponente der Rechnungsbegleichung heute entfällt. Wie kommt es, dass meine Tomaten dieses Jahr nichts geworden sind? Tja, wenn Sie in einer Großstadt wohnen, fehlt Ihren Tomaten wahrscheinlich einfach genügend Nährboden. Ich komme gerade von einer Forschungsreise aus Neumexiko. Dort habe ich ein sehr merkwürdiges floristisches Phänomen wahrnehmen können. Das interessiert mich. Erzählen Sie. Nun ja, ich war auf der Suche nach Ihren verschollenen Forscherkollegen. Und als ich eine tiefe Grube untersuchte, schoss plötzlich eine hausgroße Pflanze empor, die nach mir schnappte. Im Inneren des Kopfes dieser Pflanze fand ich schließlich die zwei Archäologen, die mir den Tipp gaben, sie aufzusuchen. In der Vergangenheit kam es schon häufig zu Vorkommnissen ähnlicher Art in Zusammenhang mit gesteigertem Pflanzenwachstum. Doch diese Geschichte übertrifft alles bisher Dagewesene. Richtig. Es wirkte fast so, als ob sich diese Pflanze auf Menschenfleisch spezialisiert hätte. Gruselig. Mit einem Kollegen habe ich vor einiger Zeit Wege erforscht, Pflanzen ein rasches Wachstum zu ermöglichen. Wir haben damals sehr viele unterschiedliche Stimulationsmethoden ausprobiert. Erste Erfolge hatten wir, als wir mit den Pflanzen gesprochen haben. Sie reagieren auf bestimmte Frequenzen und Frequenzfolgen, die man mit dem menschlichen Organ natürlich nur sehr ungenau und in einem sehr engen Bereich erzeugen kann. Herkömmliche chemische Düngemittel hatten weniger die gewünschte Wirkung. Sie führen den Pflanzen eher langfristig Nahrung zu. Etwas später erforschten wir jedoch eine innovative technische Neuentwicklung, die es uns ermöglichte, das Wachstum mit Hochfrequenzstrahlung zu beeinflussen und sogar den Willen der Pflanzen zu steuern. Leider wurde unser Projekt kurz vor dem Durchbruch abrupt beendet. Wow, sehr interessant. Oh, ich habe auch auf anderen Gebieten noch sehr interessante Dinge erforscht. Möchten Sie hören? Ich würde mir diese interessanten Geschichten natürlich gerne noch anhören. Aber im Moment interessiert mich Pflanzenwachstum mehr. Warum wurde Ihr Projekt beendet? Das ist eine merkwürdige Geschichte. Angeblich hatte irgendein Gartenbauverein gegen unsere Versuche geklagt. Die Staatsanwaltschaft verbot uns schließlich die Fortsetzung der Versuchsreihe, konfiszierte unsere Forschungsmaterialien und schließlich mussten wir die Versuche abbrechen. Was war das für ein Verein? Ich kann mich nicht genau erinnern. Es war eine mir unbekannte Gruppe.
Kanonischer Frieden oder so. Irgendwo aus der Schweiz. Warum wurden sie verklagt? Man behauptete, wir würden Pflanzen unter nicht artgerechten Bedingungen halten. Außerdem seien unsere Sicherheitsvorkehrungen ungenügt. Und wie gesagt, man hielt uns einen Gerichtsbeschluss unter die Nase und verabschiedete sich mit unserem gesamten Forschungsmaterialien. Es war frustrierend. Was ist aus Ihrem Kollegen geworden? Das Urteil hat ihn hart getroffen. Er hat geschworen, sich nie wieder an einem wissenschaftlichen Projekt zu beteiligen. Außerdem hat er immer von einer Verschwörung gesprochen. Mittlerweile geht er nur noch seinem Hobby nach, dem Angeln. Wenn Sie ihn aufsuchen möchten, Sie finden ihn in Coventry in Schottland. Sieht fast so aus, als müsste ich einen Abstecher nach Schottland machen. Gut möglich, dass dieser Kollege dort weitere Informationen hat. An welchen Projekten arbeiten Sie momentan? Nun ja, seit dem Abbruch unseres ambitionierten Projekts hat mich das Interesse an der Biologie verlassen. Das heißt? Ich verbringe viel Zeit damit zu testen, auf welche Weise man am einfachsten und mit wenig Geld durchs Leben kommt. Sie sind arbeitslos? Dieses verdammte System. Jahrelang forscht man für das Wohl der Menschheit. Und was ist der Dank? Das tut mir sehr leid, aber lassen Sie uns doch bitte beim Thema bleiben. Natürlich. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie, ich muss gehen. Auf Wiedersehen. Okay. Jetzt, bevor ich's bereue, gehen wir nochmal in die Küche und ich schaue, ob ich die Brechstange nochmal rausnehmen kann. Nicht, dass wir die dann brauchen, wenn wir jetzt dann weiterfliegen. Da tut sich nichts mehr. Jetzt klopft er, du sollst es öffnen. Genau. Lieber nicht, der Koch könnte mich sehen. Ich denke, ich brauche sie nicht mehr. Ah ja, okay, gut. Na dann, auf zum Flughafen, würde ich sagen. Und dann fliegen wir nach... Was hat er gleich nochmal gesagt? In die Schweiz? Aus der Schweiz kam diese Organisation, die ihn verklagt hat, die höchstwahrscheinlich die Aliens sind. Aber der meinte noch irgendwas auf anderes, zu den, ne? Freundlichen Stewardessen. Schauen wir mal, was für Ziele mit zur Verfügung haben. Sind wir dann eh. Na, wo soll es denn diesmal hingehen? Ja, das weiß ich auch noch nicht. San Francisco, Honolulu, Mexiko, Schottland. Das war's. Auf nach Schottland. Jetzt geht's nach Schottland. Jetzt geht's nach Schottland. Also einsteigen. Sie geht automatisch auf und zu. Verrückt. Gold Guy 98. Wie auf allen Flughäfen zeigen auch diese Bildschirme die aktuellen Ankunft- und Abflugzeiten. Zumindest normalerweise. Aktuell scheint da jemand Space Invaders zu spielen. Ja, eben. Hier spielt jemand Space Invaders und hier sieht man das abgeänderte Gold Guy Windows Logo. Oh, eine kleine Plastikburg, passend aufgestellt zur Wandmalerei im Hintergrund. Es scheint sich um Urquhart Castle bei Inverness zu handeln. Und wenn ich Glück habe, treffe ich genau dort diesen Archäologen. Was für ein Zufall. Das ist ja nett. Eine aufwendige Wandmalerei. Hier ist es wenigstens nicht so trist wie auf den anderen Flughäfen. Auf geht's. Jetzt am Loch Ness. So, hoffentlich bin ich hier richtig. Der Taxifahrer schien sich seiner Sache recht sicher zu sein. Oh, elsewhere. Woanders. Gibt es Neuigkeiten? Nein, Egger. Eine unserer Züchtungen ist ausgebüxt. Weber, wie konnte das passieren? Vermutlich hat jemand
die Tür zum Labor offen gelassen? Möglicherweise hält sich das Suchtobjekt noch in der näheren Umgebung auf. Slorfik, wir müssen das sofort den King melden. Stell mal eine Verbindung her. Nichts leichter als das. Hi, this is David Fox. Ah! Oh, sorry, Mr. Fox. I think we, he dialed the wrong number. Hey, you seem familiar. You're that guy from my dream last night. Are? Yeah, in my dream I saw you, those huge nose glasses and some strange face on Mars, and... Was did you feel? Ich musste ihn ausschalten. Verdammt! Jetzt gib mir endlich den King! Natürlich. Verbindung steht. Boss, hören Sie mich? Slorfik, was ist jetzt wieder los? Sorry, Chef, aber es ist ein Notfall. Wie ich gerade höre, ist eine unserer Zuchtobjekte ausgebüxt. Slorfik, das darf doch nicht wahr sein. Evakuiert sofort das Gewächshaus und stell Wachen auf. Und verpasst den grünen Mistviechern noch etwas von der gelben Plörre. Sie haben mir zu gehorchen, mir allein. Jawohl, Sir. Ich veranlasse das. Slorfik! Heißt Slorfik jetzt sowas wie verdammt oder so? Oder heißt er eine Kerl Slorfik? Oder... Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ah, das mag ich schon lieber. 5, 6 Sachen, die man anklicken kann. Schön. Die Ruine einer alten schottischen Burg. Die Ruine, wie romantisch. Jetzt fehlt nur noch eine schöne Frau. Ich könnte mir ein Erinnerungsstück mitnehmen, aber alles? Ein alter löchriger Kahn, dass er überhaupt noch schwimmt? Ein Schweizer Käse ist ein Witz dagegen. Da bekomme ich nasse Hosen und das kann ich am wenigsten gebrauchen. Wenn ich mir ein Boot aneigne, dann sicherlich ein seetauglicheres. Ich meine, die Welt retten ist schon wichtig und so, aber nasse Hosen, das geht dann doch zu weit. Wenn er flach wäre, könnte ich ihn auf der Wasseroberfläche springen lassen. Er ist aber nicht flach. Ein Stein oder ein an Land gesprungener Steinfisch. Uninteressant für mich. Ich sollte nicht immer alles einstecken. Riesenkakerlaken warten nur darauf, über mich herzufallen. Ich lasse ihn besser, wo er ist. Ein typischer einheimischer Baum. Ich habe gerade keine Lust dazu, auf Bäume zu klettern. Ich habe schon einen im Infiltrator. Ein Baum, wie er überall hier wächst. Hallo? Check das mal. Dr. Levis Kollege sitzt hier unten und nicht oben auf dem Baum. Hä? Er würde meine Tasche zu sehr ausbeulen. Ich würde mich nur an den Blättern schneiden. Ein schönes Gewächs. Ich würde mich nur an den Blättern schneiden. Ich würde mich nur an den Blättern schneiden. Ich glaube, er würde sich nur an den Blättern schneiden. Naja. Der einzige Angler weit und breit. Das muss der Kollege von Dr. Levi sein. Er sieht nicht so aus, als wolle er hier weg. Guten Tag. Psst, du verjagst mir ja noch die Fische. Beißen sie nicht? Nee, nicht wirklich. Aber ich fürchte, ich habe keine Zeit für ein Gespräch. Meine Frau habe ich heute versprochen, einen dicken Brocken zum Abendbrot zu fangen, aber bisher tut sich ja einfach nichts. Was meinen Sie? Liegt's an der falschen Technik? Jungchen, kennst du diese elektronischen Fernsehspiele mit den Angeln dran? Sicher, die waren total klasse. Naja, mit diesen Dingen habe ich Jahre geübt, also erzähl mir nichts von falscher Technik, ja? Könnte es sein, dass Sie die falschen Köder haben? Du, das ist durchaus möglich, ne? Diese schottischen Würmer sind äußerst wasserscheu. Du wirfst deine Angel aus und plötzlich springen die mir nichts, dir nichts vom Haken. Unglaublich sowas.
Davon habe ich wirklich noch nie gehört. Was machen Sie dagegen? Nun, ich benutze Würmer aus Fruchtgummi, aber offensichtlich kann ich die Fische damit nicht locken. Vielleicht hat Nessie, das Monster, alle Fische gefressen? Du glaubst doch nicht wirklich solche Horrorpistolen, oder? Nun, ich werde mal schauen, was es hier sonst noch gibt. Nicht viel, mein Junge, nicht viel. Vielleicht sollte ich mich mal nach einem besseren Köder für ihn umsehen. Vielleicht ist er dann ja etwas gesprächiger. Schrebbel, 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 rebbel. Na schöni, Popöni, dann dreh jetzt den blöden Stein um, Mensch. Da sind bestimmt Köder drunter. Stell dich nicht so an. Riesenkakerlaken warten nur darauf, über mich herzufallen. Ja, ich lasse ihn. Das ist ja Sinn der Sache. Das leider geht nicht. Das leider. Interessante Idee, aber Kamasutra ist. Was machen wir denn dann? Sacco McCracko. Hey, ich gebe ihm einen Fisch als Köder. Wie wäre es damit als Köder? Oi, das sieht gut aus. Aber wie soll ich denn an meinem kleinen Haken bekommen? Ah. Danke, mein Junge, aber ohne größeren Haken wird das nichts. Hier, Mignon, meine Angel. Sieh mal zu, dass du einen größeren Haken für mich findest. Ich warte hier, bis du wieder da bist, nicht? Na, Mignon, dann guck mal, was ich hier hab. Das ist die... Dieser Haken ist doch viel zu stumpf. Den kann man nicht als Angelhaken verwenden. Naja, vielleicht kann ich ihn ja irgendwie anspitzen. Anspitzen. Das leider geht nicht. Das ist definitiv. Dammit. Ja, schade. Ich dachte, wir haben das Rätsels Lösung. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt für heute auf jeden Fall Schluss. Und beim nächsten Mal finden wir raus, wie wir den Haken anspitzen. Macht's gut. Bis dann.